Moin Moin, Mensch Mickert. Weiter geht's mit Elden Ring. Wir starten gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben uns letztes Mal hier einen langen Weg durchgekämpft. Hier war ich überall noch nicht. Müsste ich vielleicht mal hingucken. Ich bin ja hier irgendwie. Ja, das ist auch noch ein interessanter Ort. Ich bin ja hier außenrum gemacht. Mir hier den Weg durchgekämpft und nicht hier durch diese Mitte, durch diesen Sumpf. Wobei ich hier, glaube ich, auch noch irgendwas machen sollte. Irgendwas habe ich hier auch noch. Hier unten haben wir noch Gegner. Also wir haben hier noch genug zu tun. Ja, das ist ja. Die Welt ist groß. Scheint mir das nächste Gebiet fast zu sein. Aber wir gucken jetzt hier trotzdem mal lang. Also, schöne Architektur hier. Großer Aufzug. Ach, das meinte die Fingerleserin. In der letzten Folge. Schaut rein, falls ihr es noch nicht habt. Ja. Gut. Der große Aufzug. Ich glaube, ich stehe auf ihn. Da war ein bisschen was in der Hose. Nee, Quatsch. So. Ja. Was macht man hier jetzt? Der große Aufzug will nicht. Wieso leuchtet das hier so rot? Was ist denn da los? Ich will da auch nicht runterfallen wegen so einem Scheiß. Wie funktioniert denn der Ding? Hallo, großer Aufzug. Wo ist denn hier der Knopf? Ein bisschen bin ich dumm, überfordert, überfragt. Was mache ich hier jetzt? Ich meine, ich merke, dass ich auf so eine runde Plattform bin. Dass das selbst das ganze Ding hier der Fahrstuhl ist. Aber ich weiß nicht, wo ich den aktiviere. Normalerweise stehe ich ja immer auf so einem Kreis und dann geht das los. Muss ich vielleicht noch was machen, damit er aktiviert das mal ist? Brauche ich vielleicht noch was? Ist halt alles möglich. Habe ich mich natürlich den Pfad hier lang gekämpft. Den ähnlich langen Pfad. Gucken wir mal, was da drüben ist. Sind natürlich alle Gegner wieder da, ey. Das ist schon wieder so hoch, dass ich immer nicht weiß. Überlebt der da? Nippelt der ab? Letztes Mal haben wir uns hier über den Triebwerken hochgekämpft. Waren ganz schöne Matches, also. Schöne Acker-Matches. Solltet ihr wirklich hingucken, falls ihr das noch nicht habt. Richtig schön Action. Benutzt halt immer meinen beschworenen Ritter dazu. Ich würde gerne wissen, was das da unten auf meinem Speer für ein Zauber ist oder für eine Aufwertung. Ist das einfach. Ach, Mensch, das ist meine Asche, die ich da drauf habe, wa? Das wird sein. Hat sich die Frage von Alena übrig. Gut, aber hier will ich ja eigentlich. Ich weiß nicht, will ich jetzt hier noch am Rand irgendwo lang? Komme ich hier irgendwo runter? Gut, ich komme hier wirklich runter. Das Ding habe ich doch schon gehabt. So. Apropos runter. Es ging doch auch noch. Irgendwo hier runter ging es ja auch. Da ging es runter, um da reinzukommen. Oh Gott, so viele Wege noch. Da liegt noch was Schönes rum. Das ist natürlich. Ach, guck an. Ich mag diese Springerei einfach gar nicht. Bitte nicht.
Mensch, jetzt wieder einfach weg. Kann doch nicht wahr sein, ey. Alter, Kieferzeug. Oh Gott. Ich hasse Springen. Gott, ich krieg echt Spinde in die Birne. Okay, wir sind erstmal hier unten angekommen. Schon wieder so eine dicken Ritter, ey. Er zaubert doch den voller Blitz auf seine Klamotte. Was zur Hölle, leuchtende Augen. Das ist wirklich wieder so ein Blitztype. Denke ich mal. So, ein bisschen haben wir schon mal. Nee, Magie. Ja, schade. Nein! Nicht schon wieder das gleiche. Geht ja, wenn man sich nicht so dumm anstellt. Trotzdem sind die Typen. No, nee. Nicht zu verachten, wollte ich gerade sagen, als ich diese Stink-Eier hier wieder finde, ey. Jetzt bin ich wieder im Seenland. Oh Mann. Jetzt kann ich wieder keine Karte gucken, weil das Gegner sind. Ich will doch bloß wissen, ob ich jetzt da lang will oder da lang. Zumal die Dinger haben auch eine Milliarde Treffer gefühlt. Wenn ich jeden einzelnen davon angreife, dauert das ja Monate, ey. Die hocken ja an jeder Ecke. Oh, da vorne ist was sehr Interessantes. Bisschen umgucken. Nicht, dass ich hier irgendwo eine Falle laufe. Eine goldene Saat, das heißt, jetzt müsste ich 3er haben. Müsste mich damit wieder verbessern können. Schmiedesteine, oh herrlich. So, und die Gnade erstmal. So, jetzt können wir doch gucken, was sind. Ach Mensch, hier unten sind wir angekommen, ja. Ich wusste jetzt nicht, ob die Richtung oder die. Ich war kurz wohl ein bisschen verpeilt. So, das ist der große Aufzug. Großer Aufzug von Dektos, ja. Genau. Da hat er dir irgendwas gesagt, wie der funktioniert. Aber was ist hier hinten jetzt? Ich meine, was ist dieses schwarze Loch da? Hier ist einfach meine Leiter. Okay. Komme ich damit einfach nur wieder hoch? Ich meine, das wäre Quatsch, weil ich kann mich einfach hochbohren. Oder wäre das gedacht für runterkommen? Oh. Haben die so wenig ausgehalten? Ich glaube, die ging, waren bloß die Großen, die relativ viele blockt haben. Ach so, hier haben wir wieder eine Mine. Eine Mine. Hübsch. Also es sind immer schöne Bilder, wie sich das Spiel bringt. Also einfach ein Foto hiervon als Screenshot oder sowas. Hintergrund am Computer, damit man weiß, wo meine letzte Folge war. Danke für ein paar Schmiedesteine. Ich muss die Waffen mal aufwerten.
Jetzt hat man aber noch kein Dolch in der Hand. Ich weiß manchmal nicht, was ich da drücke, dass das passiert. Was drücke ich dafür? Okay, dann habe ich den doppelhändig. So war das. Das hat mich bloß immer irritiert, weil er das immer mit dem Schild gemacht hat. Ich muss dann einfach nur... Ah, einmal den und einmal den. Okay. Hat er damit andere Muster? Ich bleib sowieso so. Ist eigentlich ja. Weil so kann ich blocken und angreifen. Wollen wir ja nicht drüber diskutieren sozusagen und überlegen. Ob ich nun einen Schlag mal mehr brauche für einen Gegner oder weniger. Sind diese kleinen Wichte, die aus den Büschen immer gesprungen sind, mal. Ah! Einfach mal eine Giftfalle. Ich wollte ja eigentlich weghauen. Wusste nicht, dass der mich. Dass der kurzzeitig wieder unverwundbar ist. Was mache ich denn jetzt schon wieder mit dem Gift, Mann? Ich hab doch nur noch eine Roverfrucht hier, oder was das ist. Neutralisierendes Boni. Ich muss mal gucken, ob ich sowas vielleicht mal herstellen kann hier. Objektherstellung. Herber, Höhlenmoos. Kopf einer großen Devee. Mach ich gleich alles, komm. Perfekt. Muss ich mir das vielleicht bloß mal rinpfeifen noch? Perfekt, ja, so kann man das doch spielen. Ich weiß immer noch nicht, was aus dem Blitzzauber wird, also was ich damit anstelle. Ich meine, wenn ich hinter einer Deckung bin, ist der ja ganz schick. Kann ich von dort aus, aber der braucht halt auch einen Monat. Also wirklich, der ist scheiße langsam. Generell, ich glaube, ich brauche einfach Geschick mehr. Geschick und Glaube skillen. Damit ich schneller zaubern kann. Kann ich schneller Schaden machen, weil so bin ich ja eigentlich jedes Mal, werde ich getroffen. Das ist immer die gleiche Stelle, okay. Ich dachte, das war nur einmalig. Das ist natürlich ungünstig. Wurde eins verbraten. Ekelhafte kleinen Dinger, ey. Oh, jetzt will ich mal gucken. Da nicht drauf treten. Ist da irgendwas, dass man das sehen kann? Ich sehe nichts, na egal. So, wir haben den Fahrstuhl mal wieder, was auch sonst. Glitzert es ein bisschen an der Wand. Gut, dann runter. Oder rauf. Hab's aber bewegen. Dieses Millimeter ich habe bei den Gegnern nervt mich langsam. Ach, der wirft doch wieder mit Feuer oder macht Feuerangriffe oder so, ja. Höheres Glitzer und ich dachte, wo das Ding verschwindet, gucken wir da mal hin. Aber es war gerade gar nicht so leicht zu entdecken. Ha. Nicht schlecht von euch. Ich habe euch ja schon in der Ecke hocken sehen.
wirklich, hätte der noch einen Millimeter, ja. Das ist ja nicht gescheckt. Tja, hab ich trotzdem nicht niedergeringt gekriegt. So, noch wen? Ach komm, Alters. Ist das euer Ernst? Sowas achte ich halt nicht. Man sieht aber ja auch gar nichts, oder? Auch bei der anderen Stelle nicht. Oh, ist das dieser eine Stein hier vorne, der das auslöst? Man weiß es nicht. Sieht das Ding so komisch verkommen aus? Oh, deswegen. Dunkelschmiedestein, okay. Hier ist zumindest schon mal eine Gnade, ist schon mal was Feines. Boah, weiche Baumfalle. Mensch, können wir gleich ein paar Sachen mitmachen. So, was haben wir? Noch ein Fahrstuhl oder was? Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Ups. Lieden übersäter Abgrund. Weiter nach oben? Ja. Oh, nett, hier mal ein kleiner Punkt. Das ist nicht ganz so unfair, aber das ist so ein, nennen wir es mal quasi speichern oder sichern. Gesprungene Kristalle. Na, jetzt kommt mal weiter. Hier ist eine enge Stelle. Das ist bestimmt nervig. Oh, nee, nicht Flugviecher. Erstmal den Kleinen loswerden hier. Und jetzt den anderen. Komm. Perfekter Treffer. Ja. Weiter geht's. Bloß nicht runterfallen. Mensch, das sieht hier aber auch alles ganz schön verwurzelt aus. Hier hat lange kein Gärtner mehr gehaust, du. Okay, es sind echt viele. Dinger, das mag ich immer nicht. Oh komm, er hat doch nur noch einen Millimeter. Zumal die ihn ja auch beißen können, dann mit einmal weghauen oder so. Was geht denn jetzt? Als wäre ich wieder das Schild. Ja, okay, ging auch. Macht doch Controller ja keine Panic-Moves sozusagen, dass ich jetzt hier mich drücken könnte, so dolle. Frag mich, was ich da für Kombi, also ich weiß, welche Kombi ich drücke, aber ich müsste ja den LB bei mir drücken und das tue ich nicht. Ich müsste ja blocken und, nee, ich muss ja ein bisschen unten umschalten. Es singt wieder jemand. Jetzt habe ich einen da im Körper. So, jetzt geht's nach unten und nach oben. Gucken erstmal runter. Weil da oben scheint es ja noch deutlich, deutlich weiter zu gehen. Das ist ein ganz schön langer Abgrund hier. Also. Den wir uns jetzt nach oben arbeiten. Ah, den einen Treffer von den Gegnern muss ich eigentlich nicht kassieren. Ich weiß auch immer nicht. Hm, okay. Ich will den halt immer tot kriegen und dann blocke ich eigentlich und greife an. Meiner macht das ja normalerweise mit seinem Schild blocken. Während ich angreife, kann ich das. Aber manchmal, ja, weiß ich auch nicht, was da los ist. Er irritiert mich etwas. Aber nun gut. Ist jetzt nicht so, dass das extrem viel Schaden ist, die ich da fresse. Und dadurch kann ich damit leben. So, wo ist er denn hier? Die spuckt doch den Bus wieder Gift. Das klingt schon echt nah, aber es klingt doch immer so schön, diese alten Sirenen.
vorne, wa? Ist das nur hier oder ist hier noch irgendwo wer? Das hat leider nicht so viel Schaden gemacht. Wie erhofft, ja, da kommen natürlich noch welche und das Gift kommt jetzt auch. Oh, das Ding ist schon alle. Nein. Ach komm. Das war, ja, ungünstig, gegriffen und weg. Ach Mann. Wenn die letzten Male doch nachher schon gar nicht mehr so viel gibt. Jetzt so plump, aber ständig dieses Gift ist auch dolle nervig. Hey, war hier nicht einer? War der erst hier oben, ja? Oh. Das wär's ja jetzt hier nochmal so ein plumper Absturztod. Beim Stechen hat meiner sich so ein bisschen verschoben eben. Oh nee, 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 nee. Genau der Angriff, den ich von denen hasse. Ich meine, das Rumgefliege ist schon eklig. Hört sich mal an, als wenn einer noch hinter mir ist. Bestimmt von oben irgendwo, wa? Moment mal. Hier runterfalle, ist es ja nicht allzu weit. Oh. Was haben wir denn hier noch Schönes? Dunkelschmiedesteine. Na gut, die nehmen wir doch dankt mit. Das Hämmern kommt bestimmt von da oben irgendwo, wa? Also wieder runter. Und weiter geht's nach hier oben. Nochmal die scheiß Sirene versuchen. Hilft ja nix. So, erstmal die Seelen wieder ranholen. Ja, 7000 ist nicht zu verachten. Die haben wir. Jetzt nervt mich jetzt schon wieder, dass das Gift gleich wieder an die Schüsse kommt hier. Dass dann noch zwei dazukommen. Halt, geh weg! Nein! Oh, das zieht aber auch unmenschlich viel ab, ey. Durch dieses stetige Gift muss ich auch ununterbrochen saufen. Hält denn das noch an, ey? Könnt doch mal dann gucken.
Quatsch, das mit dem Feuer war schon ganz gut. Ach, shit. Meine Güte, zieh die ab, ey. Nein! Ach komm, Alter. Ich kann die nicht blocken, ey. Ich bin doch schon zur Seite gerollt. Diese beschissenen Schallwellen, ey. Und denn dieser Angriff da mit dem Packen. Waren das eben auch schon so viele? Das waren ja, weiß ich nicht, 4 bis 6 Stück. Verdammt, jetzt hänge ich an so einer kleinen Kack-Gegner-Bratze hier. Also, wenn das jetzt irgendwas Großes, Fettes wäre, gut, ich krieg jedes Mal einen gesprungenen Kristall, aber. Ja, ich wollte bloß nicht runterfallen. Ekelhaft. Ich hab auch mal Angst, dass ich irgendwo so durchglitsche oder so. Ich meine, ist bisher noch nicht passiert, aber ist halt so eine Lücke. Das war besser als letztes Mal. Da war es einfach viel panischer. Weil ich doch mal Angst habe, dass ich, wie gesagt, irgendwo runterheize hier. Das Gefühl, irgendwo hängen zu bleiben, runterzuheizen, ist echt widerlich. Ich weiß nicht, ob das gut war, die quasi erst nach da oben also hochzuheizen und anzugreifen. Dadurch war ich da gleich natürlich vergiftet, das ist klar. Ja, die hocken halt hier oben, ja. Ob die alle kommen, wenn ich immer mit dem Bogen schieße? Also ob die dann auch aufsteht? Wo war denn der Bogen? Da. Okay, es hat erstmal soweit funktioniert. Komm eh. Ah, ey. Ja, wirklich blocken und dann den Konterschlag. Das ist wahrscheinlich das Beste gegen die Gegner. Hier noch einer. Ist jetzt hier irgendwo noch einer, dass ich nur gegen die kämpfen kann? Ich sehe zumindest keinen. Ja, dann versuchen wir es jetzt nochmal, wa? Jetzt habe ich irgendwie gehört. Ja, da ist noch mal einer. Wo auch immer der jetzt hergekommen ist. Na? Jetzt den Bogen wohl ablegen, der wird hier bis zum Kampf. Komm! Weg mit dir. Weg mit dem. Weg damit. Ja, Feuer ist am besten. So, diesmal nicht gleich vergiften. Das ist aber auch nervig. Halbe Areal immer verseucht hier. Chocolat, weg hier. Die ganze Zeit nur am Gift heizen. Ja, kannst du vergessen, dass du mich jetzt hier nochmal an.
packst. Komm, damit der Mana nicht mittendrin vorbei ist. Raus aus dem Gift hier. Noch mehr Gift, was denn sonst? So einfach kann es gehen. Wenn man sich nicht so blöd anstellt, Platz hat, in Ruhe kämpfen kann. Ah. Ich kann da hoch, aber ich kann auch hier lang, oder? Nö. Ich höre schon wieder die nächste. Auch nicht schlecht. Schon 11.000 Runen. Bleibt trotzdem Seelen. So eine hinterrückige, ekelhafte Kacke hier. Aber eigentlich muss ich jetzt was schon erwarten in dem Spiel hier. Bieten sie denn hier so einen kleinen 0815 Gegner ganz schäbig an. Und den können wir von hinten. Naja. Aber jetzt wird der Speer so ein bisschen Magieschaden noch zusätzlich machen. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber ist nicht so schlimm, ist eh tot. Den nehmen wir noch mit. Spielstein Stufe 4. Oh. Das ruft gleich hier oben an der Treppe aus. Mal vielleicht hier so ein Speicherpunkt sozusagen wäre ganz nett. Oh Gott, den groß hier auf so einer schmalen Kacke. Die sitzt da oben, okay. Sag mal, sind das diesmal zwei? Oh Gott. Was sind diesmal zwei? Oh nein. Zaubern die auch noch andere Sachen? Mann, ey. Jetzt kommt gleich noch Gift dazu und dann ist richtig eklig, ja. Ja, das wird jetzt ein Stellungskrieg hier. Ja. Komm, wichtig. Quatsch, falscher Trank. Den Double Charm. Oh, der Gift ist natürlich schon eklig. Komm, verbrenne. Oh, Mensch, das Kinder. Sind die jetzt runtergeheizt? Ich höre es immer noch kämpfen. Hier, ihr nervt mich aber auch so gar nicht, ne? Mein Mana-Kram erstmal aufgebraucht. Ja. Komm, du machst das. Du musst dich da nicht noch runtergucken. Zum
Weil ich da unten noch nicht war, nee. Ja, das Ding ist weg. Hast du gut gemacht, Junge. So. Cool. Schmiedestein. Einfach noch ein Fahrstuhl. Aber ich glaube, den habe ich ja schon von unten gesehen. Verlorene Kriegsasche. Und wie komme ich hier wieder rum? Okay. Oh, hier liegt noch was Gutes, hoffe ich mal. Ah, ich weiß mal immer noch nicht, was mit den Runenbögen anfangen soll. Ist immer noch für mich so ein bisschen. So. Springe ich jetzt nach da unten? Aber sag mal, bin ich nicht eigentlich irgendwie da gekommen? Da bin ich doch gekommen, aber. Ach so, ja klar, Mensch, hier habe ich doch gegen die Dinger gekämpft. Oh Gott, ey, von hier oben sah das wohl völlig verändert aus, also völlig verpeilt anders aus. Wegen dem Holz, was hier rumführt. Aber hier drauf war ich halt noch nicht. Das ist einfach nur über die, wo die saß. Ja, wo die saß. Da könnte ich trotzdem mal lang gucken. Also jetzt geht's doch noch da lang. Ich gucke jetzt mal kurz erstmal nach unten. Halt, ich bin einfach von hier gekommen, ja. Ja, ich bin hier nach der Hochgemacht. Genau. Mensch. Ich sag doch, Orientierung wie eine Bratwurst. Ja klar, den hockte doch die Fledermaus hier an der Wand. Ich dachte, das ist noch so ein anderer Weg, den ich irgendwie übersehen habe. Gut, reden wir nicht weiter drüber. Ist einfach nur schlecht. So, da ist der Fahrstuhl und die Leiter. Zwei Wege. Wenn ich den hier gehe, habe ich noch einen. Den Fahrstuhl. Also, das Ding da habe ich auch keine Lust drauf. Ich habe auch keine Magie. Tod kriegen tut zu sehen sonst sowieso nicht. Der rastet dann wohl auch völlig aus, knallt auf den Boden. Ich hätte lieber mal nochmal eine Stelle gefunden, dass ich hier quasi speichere. Okay, Schmiedestein ist schon mal wert gewesen, nach hier oben zu kommen. Der Weg nach unten nicht ein bisschen weit ist. Ich meine, gibt es hier jetzt noch irgendwas? Ich meine, ich dachte erst, ich komme hier oben rein, aber dem sieht ja nicht so aus. Wegen den zwei Gegenständen da hinten, sollte ich jetzt da hinten mein Leben riskieren? Da ist doch nur Schmutz beinahe her. Das ist doch hier nichts, oder? Ich mag das Ding einfach gar nicht. Genau wegen Sonne da. Der rastet dann einfach aus. Was war das denn? Kotzt einfach mal. Schaden ich da drauf mache, ey. Das ist ja gar nichts. Kann ich doch was sein lassen, das Ding anzugreifen. Jetzt heilt das Ding sich auch noch. Zu voll. So, was gibt's hier? Schmiedestein, Schlangen, Gott, K
Chromschwert, okay. So, wie komme ich hier wieder weg? Da anscheinend nicht. Kommt man hier nicht doch irgendwie rein? Habt ihr gleich gelernt, wie man das Ding besiegt? Ja, jetzt liegt hier der Gegenstand in der Luft rum, oder? Ist doch real, das ist doch bloß wieder irgendwo Lektopussy-Eier oder Eierstöcke oder irgendein Quatsch. Klar kann man damit vielleicht irgendwas herstellen, aber... Ja, das war der bessere Weg als der Kampf. Mit Feuer oder so hätte man nochmal gucken können, aber so... Da ist mein Speer nicht für ausgelegt. Aber vielleicht mal die Waffe. Guck ich nie mal an. Ich guck die hier an. Sollte denn da Schlangengott krumm schwimmen? Das kann ich so ja normal tragen. Gut, ich hätte eine große Last mal wieder. Okay. Der hat einen Wirbelhieb als Angriff. Skalierung ist nicht so toll. Aber geil sieht's aus. Dieses kleine Fleischermesser hier mit. Ja, mit dem Schlangen. Sieht aus wie eine Schlange halt, wie so eine Kobra. Das ist ganz cool. Also. Schöner Designer, danke dafür. Aber ich bin meinem Speer treu. Mein Speer und ich. Ohne Mana. Denke. Aber dafür jetzt endlich ein Ort der Gnade. Wird ja auch mal Zeit, ey. Dachte schon, die haben es abgeschafft. Ach, gucke an. Da setzen wir uns doch mal kurz hin. Und gucken mal, was der Boss sagt. Was brauchte ich? 19.000. Ah, ist natürlich schade, wenn ich jetzt mit 13.000 da reinheize. Das sind alle Gegner jetzt wieder da. Bin ich denn überlegen? Warte mal. Wie viel solchen? Oh, ich hab noch einige. Gerade die großen. Wie viel waren das jetzt? 19.400. Also noch 2.400 und ein paar zerquetschte. Tragen. Hab ja gesagt, wollen wir auf 15 bringen. Was hatte ich denn hier eigentlich noch angehabt? So, wegen Ausrüstungsgewicht. Resistenz gegen Magieschaden deutlich, ja. Gut. Dann wollen wir uns das hier mal geben, wa? Der Sound im Hintergrund von der Sirene. Geiler Sound weg, so. Erstmal gepanikt. Was ist das denn? Magma-Lindwurm, also ne. Ha! Hat der dafür für Klauen? Oha, der macht überall Magma hinlegen. Das war ja natürlich zu erwarten. Ach du Scheiße. Das ist ja ein Magma-Lindwurm natürlich so mit
Feuerschaden klarkommt. Wie sieht's bei Blitz aus? Ja, der Zauber braucht viel zu lange. Blitz ist also auch nicht so. Oh Mensch. Das läuft immer so gar nicht gerade für mich. Hey, ich bin da unter ihm durch. Ah, jetzt kann man zumindest ein bisschen im Hintern pieksen. So, er macht einfach so eine Stampfkacke. Boah. Magma. Okay, damit läuft man also ein bisschen weg und macht ein bisschen Platz schaffen für sich. Und kommt damit auch wieder an. Shit. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt gar nichts. Nein! Geh doch mal weg! Bisschen zu früh ausgewichen. Okay, Feuer bringt nichts. Ich brauche was anderes. Hundmann wacht auf mit dem Segen der Sirene. So ein bisschen wie so ein Klagelied, so ein bisschen. Gut. Wie machen wir das jetzt anstellen? Erstmal sind die Zauber gerade total useless. Jetzt überlege ich, ob ich auf Schimmerstein-Zauber mal kurz ändere. Oder ich versuche meine Klinge eventuell. Das mit dem Gift. Was ist das hier eigentlich gewesen? Achso, Belastung, Gift, Schadowfall und halt diese Effekte, ja. Habe ich jetzt bei ihm nicht. Also nehme ich die normale Heilung, das brauche ich natürlich eine andere Waffe. Ich habe natürlich nichts anderes, was aufgewertet ist. Ich einfach nur das Schwert hier treuen, ganz normal, Standard, klassisch. Es ist immerhin ein gerades Schwert. Dann nehme ich eine Handaxt. 123 plus 16. Und da weiß ich halt nicht, ob der Zauber wieder drauf geht. Und ganz ehrlich, 123, ich meine, das ist jetzt nicht die Welt. Also 8 Schaden plus den einen mehr macht 9 Schaden. Das ist jetzt, glaube ich, nicht spielentscheidend. Oder hoffe ich. Nicht, dass der da ja mit die Beta überlebt. Ansonsten, ja, mein Kollege war natürlich ultra schnell weg durch das Feuer, weil der einfach reinheizt. Da ist er hier richtig schlecht drin. Ah, 16 Stärke, darum kann ich das nicht. Okay. Der war halt so schnell weg. Ich weiß gar nicht, ob ich den nochmal holen will. Was ist denn, wenn ich die Qualle hole? Nee, ist doch hier unten. Was? Was ist das hier überhaupt? Sprinkelt es? Okay. Oder einfach ihn. Der schießt einfach immer aus der Entfernung drauf.
Der Rest, die sterben alle mit, wenn die da oben rufen. Ja, entweder ihn, in der Hoffnung, dass er aus Entfernung angreift, oder die, weil sie drüber fliegt, hoffentlich. Ich nehme mal ihn. Einfach gucken, wie der sich macht. Ansonsten den Giftnebel probieren mal. Vielleicht kann ich das Ding hier... Ich kann noch jemanden dazu rufen. Genie, Alters. Ich kann zwei herbeirufen. Geht das wirklich? Super, lockere Begrüßung. Siehst du, das bringt sogar noch was, wenn ich die hole. Bin ich denn zu dritt und mit dem Vieh zu viert? Sollte ich den vielleicht gar nicht alleine machen? Hat das jetzt nicht mehr geklappt, oder? Doch. Das braucht aber auch echt Monate. Ich meine, es sind ja jetzt keine anderen Spieler, dass das hier irgendwie connecten müsste, sondern einfach nur NPCs. Schön, wie sie schon wieder da drin rumlaufen. Ja, wer hat da mal weggejagt? Aber der hat doch bloß diese eine Sensenfote. Ich weiß halt nicht, ob ich das Ding irgendwie dafür sorgen kann, dass es dauerhaft vergiftet ist. Oh, es scheint schon dauerhaft vergiftet. Oh Mann, ey. Diese Magma-Scheiße geht mir doch richtig auf den Piss. Weil der läuft ja hier bloß durch die Walachei und macht die ganze Zeit den gleichen Schmutz. Wunder, als ich spielen will. Das ist immer noch vergiftet. Wollen man vielleicht gar nicht so oft machen, oder? Lieber mal meine Klinge ausprobieren. Aber warum? Achso, ich muss ja. Scheiße. Geh mal weg von mir jetzt. Ich sehe gar nichts. Ja, so Quatsch. Ja, das fand ich schon schön. Ich weiß nicht, ob der was bringt hier. Ich nehme jetzt doch den anderen. Ich nehme doch die Qualle. Nee, die da. Weil der andere, der war ja, der hat einmal geschossen oder zweimal und dann hat er wieder das zeitliche gesegnet. Das Gift ist vielleicht gar nicht so schlecht, damit er dauerhaft noch ein bisschen Schaden wenigstens kriegt. So. Jetzt wird er 5 Minuten warten. Das dauert ja so gar nicht lange. La 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 la. Ah, dreht euch! Ich bleib am Feuer stehen. Ich schmiede mein Schwert neu. So, jetzt lass mich da rein. Kommt mit, Jungs. Qualenparty. Ist das Ding jetzt vergiftet oder nicht? Ach komm.
kommen. Zumindest lebt die Quelle noch. Fliegt aber mit dem Feuer in eine Richtung, oder? Nee. Ich sehe einfach immer nichts. Ach, das war's schon. Ja, ich habe vergessen, auf Schildschnitt zu wechseln. Die Rolle auch ein bisschen zu früh gemacht. Ich mag Kurse, geht einfach gar nicht. Bist du gar nicht drauf geachtet, wie viel Schaden meine Waffe macht halt so richtig? Ja, es ist gerade schwierig. Wie kann ich denn... Was sagt meine Ausrüstung? Ich bin beim Mittel immer noch. Wenn ich erst damit anfange zu zaubern mit dem Schild und nachher das auf mein Schwert packe... Ja, probieren. Ach, jetzt habe ich nichts gerufen. Naja, dann ist hier so. Ja, was soll ich denn da hin? Der läuft hier einfach drin rum spazieren. Ja, der Angriff, ich weiß noch nicht, wie ich den mitnehmen soll. Vielleicht die, macht er das nochmal? Die Mitte nutzen ja einfach. Und machst du das weiter? Ja, mache. Wenn dir das gefällt, mache. Kann ich ja nur nicht ändern. Langsam ist das Gift schwach, oder? Obwohl, der ist immer noch grünlich. Au. Muss aber echt heizen. Richtig schnell lande ich. Jetzt hat meine Waffe verloren diesen Sonderschaden. Ach Kacke, der zieht mir nochmal zurück. Ja, ob das hier so das Beste ist? Ich meine, das hält ja nur ultra kurz, oder? Ist das überhaupt noch drauf? Und das ist weg. Ja. Das Vieh natürlich da ununterbrochen abgeht. Wie soll ich denn da rankommen, ey? Alles gerade so toll. Kieft es hoch runter. Das ist aber auch ein nerviger Angriff. Aber eng. Ist ja noch nicht vergiftet. Wie soll ich denn das hier noch in die Rind kloppen?
Meine Güte, hier Smogs Einöde oder was? Oh, das ist wirklich, also, das ist wirklich ein Schmutz. Dass sie immer einfach durch die Wände eintreffen, ey, so ein Scheiß. So, das wär's mit Trinken, glaube ich. Ja. Halb habe ich ihn geschafft. Oh, der läuft aufrecht. Aber geil sieht er aus. Das ist eine riesige Reichweite. Ich darf echt nicht von dem weg. Aber wird jetzt seine Klinge immer größer? Nein. Nein. Ach, ich hätte den schaffen können, wenn ich jetzt nochmal weg, nochmal geheilt hätte mit meiner Magie. Gut, das Gift ist jetzt vielleicht doch nicht so das Beste. Gut, wir probieren was Neues. Viel mehr Weisheit. Krass. Hätte ich jetzt beschworen, hätte das vielleicht noch geklappt. Gut, ich habe nur den einen Zauber. Den Rest habe ich nicht mehr genug. Weisheit. Ach du schöne Scheiße. Dann kann ich ja das Gift ja doch noch drin lassen, wa? Hm. So. Wollt ihr den heute noch schaffen, du? Verdammt. Kann eigentlich gar nicht so schwer sein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon hin sollte. Aber jetzt habe ich den entdeckt. Ich habe irgendwie Spaß an den Typen. Also, mir ist jetzt nicht so schlimm, dass ich da jetzt sterbe oder so. Ich war der relativ simpel. Jetzt kommt Aufhang an hier. Relativ simpel, wenn ich da die Mitte genutzt habe. Gerade 14 Charlie macht oder war das was anderes? Das ist immer das gleiche. Und will er nochmal kommen? Ja. Das, also das ist eine Sache, die macht mir dann wirklich keinen Spaß. Bin ich ja wirklich gezwungen, einfach in der Mitte zu laufen und den gleichen Quatsch zu machen. Aber hier der Stab ist der maximale Reinfall. Aber auch wirklich der absolut maximale Reinfall. Kann ich mit Magie öfter heilen? Ach, wir lassen das so. Naja. So, ja, der ist. Ob ich das auf die Waffe packe oder nicht? Nice to have. Mehr ist es nicht. Oh, jetzt will ich auch 15 Minuten warten, bis die Charaktere hier auftauchen. Ob ich ihn hier nicht einfach beide rufen kann. Was ist denn so ein fetten Hammer? Warum machst du eigentlich nichts Richtiges? Vielleicht sollte ich von Anfang an ein bisschen mehr mitkämpfen? Und wenn die weg sind, erst die andere Taktik anwenden?
Kannst wieder losrennen, wenn du Bock hast. Ja, komm, mach deine Rennattacke. Ach nee, du machst nur das kurze Spucken. Okay. Quatsch. Ja, das war ungünstig. Was, dass er mich hier durch oder trifft? Meine Güte, ist das eine Reichweite, das ist ja völlig krank. Shit. Den hätte ich nicht unbedingt kassieren müssen. Den hätte ich springen müssen. Ja, scheiße, ja. Oh. Geil. Dafür rastet er der wieder aus mit diesem Durchlaufen hier die ganze Zeit. Ja, das sind diese Treffer, die ich nicht empfinde als Treffer, sind natürlich richtig nervig. Meine Güte, jetzt spuckt er auf diese Seite. Okay, ich laufe ja auch deswegen oder versuche auf die andere Seite zu kommen. Wenn man unter ihm ist, ja Feuer macht, man in der Ecke steht und nichts sieht, dann ist natürlich Kacke. Der Rest ist leider auch gestorben. Gut, das Schwert ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Können wir da noch was austauschen? Ich doch eine Axt nehmen? Nicht mehr merkt, wie problematisch das für mich jetzt ist. Dadurch, dass ich keine vernünftige Nahkampfwaffe, sag ich mal, habe. Ich könnte die Hellebarde versuchen. Durch Blutverlust aus. Vielleicht auch die. Kann ich die eigentlich verzaubern? Ja. Kann ich damit blocken? Ach komm. Das eine Mal, wo ich alleine um die Mitte gelaufen bin, war fast besser als alle anderen Runden. Darf ich halt bloß nie den von ihm treffen lassen. Und vielleicht hole ich das Vieh auch zu früh. Was das war, aber irgendwas hat ihn dolle getroffen. Ich war doch gerade dabei, zur Seite zu heizen, ey. Ach Mann, ey, schon zu viel Tränke verbraten.
Feuer und nie. Naja, immerhin ein bisschen. Was trifft ihn denn? Ist das der Blutverlust durch die Waffe? Hey. Also, für mich hat er mich nicht getroffen. Geblockt habe ich auch. Aber gut, wahrscheinlich nicht in die Richtung, ja. Ach, Mann. Ich weiß echt nicht, ob ich den noch weiter versuchen sollte. Aber das, irgendwie das mit dem Blutverlust oder was das ist? Irgendwas trifft ihn ja einmal extrem. Das darauf muss ich halt... wenn ich wüsste, was das genau ist, dann würde ich das nur noch auslösen. Liegt das einfach nur wirklich an den, an der Waffe? An denen? Seid ihr jetzt beide da? Ach ne, nur einer. Ach mein Gott. Oder? Ne, doch der andere. Dauert bloß immer 15 Minuten, bis hier was passiert. So, ich lasse diesmal meine Qualle noch mal ein bisschen in der Tasche, sag ich mal. Ach Mann, Alter. Das ist aber auch ein Scheiß. Wenn es nicht läuft, dann läuft es aber auch wirklich gar nicht. Ja, der Giftzauber braucht einfach zu lange. Wobei ich den davor ja auch gut hinbekommen habe. Da habe ich es ja auch hingekriegt, den zu vergiften, während die kämpfen. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so schlecht bin. Vielleicht langsam unkonzentriert halt, den ganzen Tag hier. Kommt schon. Ob ich den heute noch schaffe, du? Viertelstündchen haben wir, glaube ich, ungefähr noch. Das hier dauert einfach... Oh, das ist einfach schlecht. Wirklich, das ist der erste Kritikpunkt. Wenn man welche beschwört, dann dauert das einfach einen Monat. Ach Mensch, ich wollte das hier saufen. Na gut, dann hat sich beeilt halt. Ja. Schön. Komm, lauf mal in die Richtung nochmal. Ja, warum auch nicht? Immer weiter mit dem Quatsch. Schmutzattacke. Manchmal zieht das aus viel ab und manchmal nix. Dafür zieht das immer viel ab. Jetzt reizt er wieder durch? Oder? Nee. Es schießt einfach nur in eine Richtung. Okay. Der ist ja, glaube ich, jetzt mal vergiftet. Das geht auf die Waffe nicht. Ach komm. Ach so, es geht nicht, weil ich keine Mana mehr habe. Lag das daran? Ja. Ach komm, ey. Geht gerade nicht. Ja, ich bin jetzt hier schon 3-4 Mal hintereinander getroffen worden, ohne dass ich überhaupt irgendwas ausrichte. Ich habe geblockt und der trotzdem so viel Schaden gemacht. Ey. Ich dachte, der macht mit dem Boden hauen und dann dreht er sich. Ach Mann. Ja, der Schaden, den ich mache, ist einfach zu wenig. Die Zauber sind gerade auch nicht die besten.
Mal ganz kurz gucken, ja. Ja, Viertelstündchen haben wir halt noch. Mach ich denn da? Was mache ich da? Alleine gegen den erstmal üben? Die lenken den doch schon ab und mich auf. Aber das war jetzt einfach auch unendlich schlecht gerade. Alter, wie lange das dauert. An sich. Das hier funktioniert einfach nicht. Ich bin dafür zu langsam. Das schnell zu nehmen, drauf zu drücken, dann auf 2 zu wechseln, drauf zu kloppen oder zurück zu wechseln, Schild zu machen. Hi, ja, hi. Gerade, aber naja, ihr seht ja, was er da macht. Oder sein super Nervchen. Ich renne einfach dauerhaft und kotze Magma-Angriff, wo man nicht viel gegen machen kann, außer drinnen zu verrecken. Und schlägt natürlich wieder durch die Wände, springt umher. Schuld. Ich habe gerade unten gewechselt, weil ich eigentlich hinterher wollte. Schön, dass ihr da stehen geblieben seid. Es war also sehr nobel von euch. Also, da freut ihr sich sicherlich. Mann, ey, ich komme aber auch nicht ran von vorne. Vor allen Dingen nie, wenn ich mal den Kram hier auf meine Waffe habe. Ja, was hat diesen Schaden gerade verursacht? Weil das ist geil. Damit würde ich den noch gut kriegen. Jetzt hänge ich wieder an der Ecke und sehe nichts. Jetzt hiebt ihr gleich wieder 20 Mal hinterher. Jetzt macht das mal wieder den Magma-Quatsch. Naja, immer der gleiche Unsinn. Wer kann es hier auch nicht gefühlt. So eine Rotzattacke ist das. Also ich glaube, ich nehme beim nächsten Mal ganz wenig von den Mana-Trinken mit. Was ist er denn jetzt? Jetzt klappt er wieder durch die Wand. Was soll er denn auch sonst machen? Ich trage da ein Schild. Ich bin halt fast ein One-Hit. Ich glaube, die Waffe ist wirklich nicht verkehrt. Wenn ich so zu viel Schaden gemacht habe, anscheinend macht die Blutverlust, dann haut die durch. Ich mache halt einfach, ja, siehst du ja, ich könnte hier mal Feuerschaden wechseln, wa? Ja, vielleicht den anderen Zauber auf Blitzschaden noch kaufen. Jetzt habe ich natürlich gerade gar nichts. Und Blitzschaden auf meine Waffe packen. Weil ich kann auch einfach wieder mit dem. Was mit dem. Ja, würde ich jetzt mit dem Speer probieren? Der macht halt auch fast gar keinen Schaden. Habe ich hier nochmal den Sonderangriff benutzt? Wie war das? Nee, so nicht. So. So kann ich den nicht benutzen. Wie habe ich denn den so benutzt? Wiss ich auch nicht mehr. Ich habe den dann vorhin auch schon so benutzt. Ja. Da habe ich da jedes Mal hier den Gegner parieren und wegkloppen. Nee,
ist Quatsch. Kann ich die Sachen... Ach nee, so kann ich die ja nicht rausnehmen. Quatsch, falsche Sache. So, Flaschen. Flaschen auf. Nee, geht eh nicht. Hab ich drei gehabt? Stimmt, an dem Baum. Nee, das geht nicht. Ich wollte dahin. Lesen kann ist klar ein Vorteil. So, jetzt habe ich hier noch Heilflaschen ohne Ende, aber... Zauber lernen. Der hier muss auf jeden Fall weg. Headset gekommen. Ich weiß einfach nicht, was ich gegen den machen soll, so richtig. Bin gerade so ein bisschen ratlos. Die Qualle macht jetzt auch nicht gerade den geilen Schaden. Aber die hier, wenn die ja einmal verbrennen, dann sterben wir gleich im Feuer nach. Genau wie die. Die anderen hier, das ist das Gleiche. Ist das vollkommen egal, was ich davon jetzt mitnehme? Weil durch den Magma-Scheiß verreckt einfach alles. Steht zurzeit einfach zu schlecht bei dem. Also, ich schaff's nicht mehr, den vernünftig auszuweichen. Ich stell mich da gerade zu dumm an. Stehen die mir noch im Weg, ey. Komm hier drüben. Ihr könntet doch einfach mal von der Seite schon mal reingehen. Ganz ehrlich. Hier einfach gar keinen Schaden. Und alle weg. Einen einfach jedes Mal wegfegt. Oh, hier unbedingt mitnehmen. Wird zwar null, aber egal. Ich weiß nicht, ob es hier besser ist, hinten zu treffen, vorne. Schwuppt er halt auf diese Seite. Ah, der war nicht so schön. Gleich ein bisschen hinterher bringen. Muss ich da hochspringen, weil ausweichen bringt ja anscheinend nichts. Ja, schieb mir noch was nach, komm. Am besten ihr bleibt da drin stehen, das ist immer am besten. Gibt, ja, gibt's euch noch ein bisschen. Das macht er ganz, ganz toll. So, wenn ich den zumindest blocke. Ja, das läuft mal wieder phänomenal. Passt kosmisch hier gerade. So, eigentlich machen die ja nur Schaden, auch wenn ich auf den klappe, oder? Mist, ey.
hatten auch vorhin einen Angriff, wo der quasi, oh Gott, wo der zu Boden gegangen ist, wo ich den ins Auge stechen konnte. Wie hab ich das gemacht? Ich war vorhin schon gedrückt, aber ist okay. Ich hatte eigentlich schon gedrückt, als ich zurückgelaufen bin, hat es einfach noch nicht angenommen. Und dann macht das, als ich schon wieder weg wollte. Halt, mehr wird's einfach nicht. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Das sollte es für heute gewesen sein. Läuft gerade nicht. Ist halt auch mal so. Vielleicht sollte ich einfach auch wieder mal von hier unten zurückgucken, weil hier habe ich ja auch noch so viel. Gerade hier. Und hier mal schauen. Ja, ich glaube, damit fange ich sogar an. Ich porte mich hier, glaube ich, zurück. Weil da oben habe ich eh nichts verloren. Mit eh nichts verloren meine ich jetzt natürlich die 800 Seelen oder was das waren, Runen. Gut, dann werden wir wohl nächste Mal hier fortführen. Das Ganze. Habe ich hier noch Markierungen? Ja, die lassen wir jetzt erstmal außen vor hier. Ihr könnt hier noch runter in den Sumpf, aber ich kann ja auch einfach vor dem Sumpf hier starten. Dann müssen wir halt hier mal alles durchglotzen. Also da könnte man mal hingucken. Ich weiß nicht, was halt hier in der Ecke ist. Hier haben wir noch eine Finger. Ah, das war die oben, die kenne ich noch. Ja, wir könnten halt theoretisch auch einfach hier hin. Aber ich gucke erstmal hier unten noch. Dann können wir auch hier die Inseln ein bisschen abgrasen mal. Ich glaube, darauf wird es das nächste Mal. Dann weiß ich jetzt, wo ich geblieben bin. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, die ganze Quälerei mit dem Drachen da. verdammt, den kriegen wir schon noch. Wenn auch nicht gleich, aber wird schon. Wird nicht auf die geben. Und wenn das 3 Folgen braucht. Gut, wie gesagt, ich danke. Lasst einen Daumen da, es wäre schön. Kommentiert, dann kann ich auch mal zurückschreiben. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.